Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero mit eurem Spooky VF. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wie das alles noch hier funktioniert und wo wir hin müssen. Das ist alles so lange her. Wir haben hier die modifizierte Knarre mit Billy bekommen. Okay, dann versuchen wir erstmal noch den Weg zu finden. Eine Vermutung, wir hatten in der letzten Folge, hatten wir dieses Kraut. Diesen Dings gefunden, diesen, ach, wie heißt er? Warte mal, erstmal Ingram wegmachen. Haben wir überhaupt noch? Ja. Ablegen. Wir hatten dieses, was hatten wir denn? Diesen Aufzug gefunden mit diesem komischen, mit diesem Kasten drauf. Ich hatte so die Vermutung, dass man den Kasten irgendwie, dass man da irgendwie von unten dran kommen muss. Und ja, dass der vielleicht die letzte fehlende Steinplatte inne hat. Aber keine Ahnung. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wir haben ja schon so ziemlich alles wieder durchsucht, durchkämmt und ja, wir waren in diesem Gang, waren wir drin. Da oben kommen wir nicht hin, das ist genau das, wo uns die Steinplatte fehlt. Hier ist noch was, das war unser Startpunkt. Da ist auch eine verschlossene Tür. Vielleicht kommen wir dorthin, aber wie kommen wir dorthin nochmal? Müssen wir ja irgendwie hier aus der Eingangshalle... Warte mal, das da unten, ne? Wo der Pfeil dran ist, das ist doch... Das soll doch ein Aufzug... Ne, da kommen wir gar nicht rein. Da ist nur ein Pfeil dran, aber... Ja, hier auch. Da ist dieser Aufzug eingezeichnet dort unten an der Tür, ihr seht's. Vielleicht sollten wir durch die Haupttür mal raus. Da waren wir noch gar nicht draußen, oder? Warte mal. Dann müssen wir hier hin. Vielleicht geht das ja. Ich wüsste nicht mal, dass wir das probiert haben. Da liegt noch Magnum-Muni. Aber wir haben noch keine Magnum. Ist also auch ein Problem. So. Rennen wir mal hier hin. Das müsste ja hier sein, rein theoretisch. Diese Tür... Ach, die ist ja auch aufgegangen. Stimmt, da waren wir noch nicht. Okay, Leute, dann haben wir den weiteren Weg hoffentlich gefunden. Und wir haben den Aufzug oben gesehen. Und ich schätze mal, dass wir da die Batterie brauchen, um das Ding runterzuholen. Oh Mann. Gefällt mir gar nicht. Außenbereich. Hoffentlich kommen hier keine Hunter. Oder Eliminator. Ein stabiles Drahtgitter. Trotz seines Alters ist es gut in Schuss. Okay. Schnell drehen, so. Muss ich dran gewöhnen, dass man hier auf, auf Kreis läuft. Komm, jetzt wollte ich nämlich gerade gucken, wie die Taste heißt und deswegen bin ich im Kreis gelaufen. Passt ja, ne? So, da ist das Ding nämlich. Und das sieht doch aus, als... Ja, da sieht es aus, als würde eine Batterie fehlen. Die Batterie hat Rebecca. Und dann legen wir die mal hier ein. Verwenden. Juhu! Ging ja schnell. Ich bin ja positiv überrascht, dass wir hier was gefunden haben. Ich habe auch schon ein Nachfolgeprojekt hier für Resident Evil Zero. So, jetzt benutzen wir den Aufzug. Das ist nämlich genau das Ding, das ich gesehen habe. Boah, da war meine Vermutung ja richtig. Das freut mich schon mal. Das ist toll. Tolle Geschichte. Bin immer froh, wenn meine Vermutungen aufgehen und sich bestätigen. Allerdings habe ich jetzt keinen Plan, wie ich das Teil hier geschoben kriegen soll. Wir wechseln mal auf Billy wieder. Der ist ein bisschen stärker. Rein theoretisch glaube ich, das müsste man ja irgendwie kaputt machen können oder so. Dahinter können wir nicht, oder? Doch. Doch, das geht. Rebecca, bitte aus dem Weg. Einmal wieder aus dem Weg. Hallo? Oh Mann, das ist so dämlich, diese KI-Deppen, ey. Ne, wir bleiben mal hinten dran, würde ich sagen. Und wechseln auf Rebecca. Aber sagen go alone. Weil dann, folgt der jetzt wenigstens nicht. Jetzt gehen wir mal den Weg langs und gucken, wo wir das überhaupt hinschieben sollen oder müssen. Ich glaube, wir müssen das nur da drunter schieben. Obwohl, die Frage ist, wir wären jetzt, wenn wir... Ah, ich glaube, dann läuft das Ding höher. Okay.
Dann machen wir das mal. Warte mal, dann probieren wir das mal aus. Kann das sein, dass, wenn wir das jetzt rumschieben, dass der Aufzug einfach höher fährt? Ansonsten hätte ich eher gesagt, müssten wir uns auf die Kiste stellen. Oder wir müssen die Kiste dort hinten hinschieben, dass wir über das Tor drüber kommen. Also drüber klettern können. Oder hier drüber klettern. Geht das vielleicht? Warte mal, jetzt gucken wir mal. Also schieben wir es mal da hinten in die Richtung einfach, bevor wir jetzt irgendwelche Experimente mit dem Aufzug machen. Das wird ja ein Freudenakt hier. Schieb, schieb, schieb. Ich hatte eigentlich vermutet, dass wir es irgendwie runterschmeißen müssen. Aber ich weiß es nicht genau. Wir können auch die Eingangstür verbarrikadieren, dass niemand hier rauskommt. Und ja. Schiebe einfach mal. Gucken wir doch mal. Können wir jetzt hier drüber krabbeln oder was? Nee. Das war es also nicht. Okay, dann, naja. Nochmal auf den Aufzug. Und lassen wir uns mal von Rebecca hochfahren. Vielleicht passiert ja irgendwas. Keine Ahnung. Jo. Es ist zu gefährlich, den Aufzug zu benutzen. Okay. Ach! Ich hab eine Ahnung. Scheiße, hoffentlich geht das noch. Ja. Die Kiste drunter stellen und dann zerdeppern. Och ne, müssen wir die ganze Kiste jetzt wieder hierher schieben. Scheiße. Da können wir nämlich die Kiste kaputt machen damit, denke ich mal. Und ich vermute mal stark. Natürlich geht das jetzt wieder nicht, ne? Komme ich nicht hinten dran, oder? Ach du Scheiße. Müssen wir, glaube ich, noch einmal rein und raus. Dann müsste das hoffentlich resettet sein. Damit die Kiste eben einfach. Ja, kaputt gemacht wird. Und ich glaube, dort ist eine Steinplatte drin. Unsere fehlende Steinplatte. Und das war, glaube ich, die Disziplin. So, bitte, bitte, bitte ist die Kiste jetzt wieder am Aufzug. Auf dem Aufzug. Müsste ja so sein. Nee. Alter, das kann aber nicht sein. Oder ist das, weil Rebecca auch noch hier gestanden hat? Wäre ja blöd. Oh, das wäre saublöd. Weil, wie soll ich denn das jetzt mit der Kiste machen? Ich kann ja nicht mehr hinten dran. Das geht ja nicht mehr. Und dann, würde dieser Plan zumindest mal nicht aufgehen. Scheiße, ey. Was Spiel jetzt kaputt gemacht? Wir gehen jetzt mal mit beiden Charakteren raus. Und dann vielleicht mit einem dort hoch, wo der Aufzug hinfährt. Vielleicht ist das auch einfach die Lösung. Wir können ihn zwar nicht benutzen, indem wir draufstehen, aber wir können ja dort oben hinrennen. Ah, ne, da ist die Kiste. Okay. Ja, da haben sie schon direkt in Stellung gebracht. Gut. Bedienen mal den Aufzug. Jo. Komm, mach schneller. Lalalalalala. Genau. Ihr trennt euch jetzt, weil dann bleibst du nämlich gerade hier stehen. So, und du. Ich kann die Kiste immer noch nicht schieben. So wie sie steht. Komme ich immer noch nicht hinten dran, oder was? Doch, das müsste aber gehen.
Nee, geht nicht. Ach so, aber jetzt haben wir, ja gut, dann haben sie eben nicht so hingestellt, dass es so leicht ist. Aber wir können sie jetzt einfach schieben bis hier in die Einbuchtung und können sie ja dann ein Stück vorschieben. Müsste jetzt eigentlich schon gehen. Müsste gehen, oder? Ja, komm, geh außen rum. Und dann einmal anschieben, bitte. So, das müsste ja eigentlich schon reichen. Hoffe ich mal. Darf es auch nicht zu weit schieben, sonst ist das ein anderes Problem hier. Ach, immer dieses Schieben-Scheiß. Ich hasse es. Komm, mach, schieb. Zeig, was du drauf hast. Ex-Marine. US Navy SEAL. Oder was auch immer du warst. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, aus meinen Fallen. So, Rebecca, push the button gleich. Immer noch nicht. Muss ja jetzt wirklich auch nicht passgenau sein, oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Komm, ich will die Steinplatte und die abhauen. Oh, ey, das ist Geschiebe, ne? Hallo? Er kann nicht schieben. Ja gut, sie ist ja schon halber drunter. Komm. Lassen wir einfach mal rollen. Es ist so gefährlich, genau. Das ist gar nicht das Rätsel Lösungs. Das Rätsel ist Lösung. Okay. Ja, was denn dann? Jetzt kann ich es auch wieder nicht wegmachen, oder was? Nee. Oh. Ey, was muss ich denn machen? Was muss ich mit dieser Kiste anstellen, Leute? Die Brücke ist in der Mitte zusammengebrochen. Jenseits des Abgrunds ist es stockfinster. Müssen wir die einfach hier runterschieben? Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ja, das geht aber auch jetzt nicht mehr. Oh. Ja, und wenn wir dann... Das könnte hinkommen, dass das... Nee, ne? Bin mir nicht sicher, ob das hinkommt. Dass wir es dann hier hätten. Ach, komm her. Ich weiß nicht, mit dem Aufzug können wir ja ansonsten nichts anfangen. Das bringt ja nichts. Wer... Also wenn wir jetzt oben am Aufzug wären, da wäre ja nichts. Ne? Wir könnten dann eben auf dem Aufzug stehen und Party machen oder so. Aber das würde uns ja nichts bringen. Deswegen muss es ja irgendwie was mit dieser Kiste zu tun haben. Nur was? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wir schieben sie jetzt einfach mal dort hinten. Versuchen sie den Abgrund runterzuschieben in diesen stockfinsteren. Keine Ahnung, was dann passiert. Oder ob was passiert, ob das überhaupt geht. So, so weit schieben wir sie. Und jetzt. Das müsste in etwa passen. Versuchen wir das einfach mal. Vielleicht liegt dann ja wirklich was an dem Teil, wo wir mit dem Zug verunglückt sind. Es kann auch sein, dass wir dort die Gegner leben gelassen haben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, ist das eine ewige Schieberei hier, ey. La la la. Schieben. Nee, geht nicht weiter. Oh, ich habe was gesehen. Leute, ich habe was gesehen. Da oben auf der Säule, da leuchtet was. Das ist eine Steintafel. Geh weg. Oh, Rebecca. Mann, das ist so nervig. I'll go alone. Okay. Geh aus dem Weg jetzt. Danke. Oh. Alles muss man selbst machen hier. Das habe ich gar nicht gesehen, da oben die Tafel. Wir gucken mal. Es wäre natürlich schön, wenn dort oben die Steintafel drauf wäre. Auf der Säule. Sieht nämlich so aus, meiner Meinung nach.
Oh, jetzt müssen wir ja drankommen, oder? Hier ist etwas. Ja, da ist er doch. Ja, Disziplinsteintafel. Jetzt darfst du wieder mit, Rebecca. Let's regroup. Okay. Komm. Follow me. Gehen wir mal schnell noch dorthin und setzen das Teil ein. Und dann, ja, ist die Folge auch schon wieder zu Ende, nur wegen Schieberei. Haben wir irgendwas Wertvolles, was wir mitholen sollten? Ich glaube, Granatwerfer wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Rebecca hat ganz freies Inventar. Hol mal den Granatwerfer. Scheiße, falscher Knopf. Yo. Ich hoffe, das Ding hat noch Schuss. Nein, du sollst nicht alleine gehen. Okay. Ah, mittlerweile habe ich auch das Problem. Ach, da wollte ich mich auch noch entschuldigen dafür in der letzten Folge. Da war ja dieses Problem mit dem Mikrofon, weil ich hier das Standmikrofon benutzt habe. Da hat er dann den Ingame-Sound mit der Capture-Card nicht aufgenommen. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Weil eigentlich alles noch so war eingesteckt, wie es sollte. Es würde auch mittlerweile gehen. Ich weiß so annähernd, was ich falsch gemacht habe oder was insgesamt falsch war. Aber ich lasse das jetzt. Ich habe jetzt eine andere Variante und höre den Ingame-Sound trotzdem direkt auf dem Ohr und kann auch direkt reagieren. Was natürlich vorteilhaft ist. Das hat mich nämlich vorher gestört, wenn ich über die Elgato über das Headset habe, da habe ich nicht direkt reagieren können. Wo ging es lang? Hier lang, ne? Ging ja hier lang. Da oben kamen die Krabbelfiecher, die haben wir ja beseitigt. Und dann sind wir hier durch die Tür hier, ne? Yo. Komm schon, Rebecca, Schätzchen. Wenn du sonst nur im Weg stehst, kommst du jetzt nicht hinterher, oder was? Lalala. So, da sind wir. Eigentlich kannst du gerade dort oben bleiben. Dann öffnen wir mal die Tür und gucken, was sich dahinter befindet. Beziehungsweise machen wir hier mal... Wir müssen jetzt... Die Platten... Oh, immer noch die Tastatur fails. Ja. Tastatur ist es ja nicht. Knöpfchen fails. So, wir müssen Disziplin vertauschen mit dem anderen. Das Ding stimmt nicht so, ich weiß. Aber ich konnte es ja nicht mehr rausholen. Was ist jetzt? Stimmt's doch? Einheit, Disziplin und Gehorsam. Okay. Wow. Was ist hier los? Ja, dann hat es wohl doch gestimmt. Okay. Okay. Trophäe erhalten. Perfekt ausgebildet. Ah ja, wegen diesen Dings. Ein Narisch ist in das Bedienfeld. Die drei Grundprinzipien. Ja, cool. Ja, war es doch richtig. Da haben wir es noch... ich wusste es gar nicht, dass wir das richtig bekommen haben. Okay. Okay. Eröffnen wir die Tür mal noch. Wir sind perfekt ausgebildet, liebe Freunde. Ihr habt's gelesen, schwarz auf weiß. Und hier geht's weiter. Oh, war ja, da kommen wir. Ja, jetzt kommen wir gleich an die Kirsche mit... Oh, ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich glaube, jetzt müsste auch bald diese Fledermaus kommen, die ich angesprochen habe. Ein Bossgegner. Ich bin mir nicht sicher... dass Rebecca nicht alleine machen muss. Was ist denn hier auf dem Boden, diese... Okay. Alles ist rot. Kommt man nirgends weiter, oder was? Liegt wohl irgendwie an diesen Bodendruckplatten. Verschlossen. Aber es ist kein Schlüsselloch zu sehen. Ja, das ist nämlich das, was ich gemeint habe. Man muss irgendwas mit den Platten hier auf sich haben. Bin ich mal eigentlich recht sicher. Kennt ja Resident Evil. Was ist denn hier? Ist ein Notaus. Die Stromzufuhr scheint unterbrochen. Okay. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ah ja, super. Und jetzt? Ich glaube, wir müssen uns hier trennen. Kann das sein? Ja, nicht so geil. Nicht so prickelnd. Hier können wir auch nicht anderswo rein, dass hier irgendwo einer auf einer Druckplatte stehen bleiben muss.
Oder müssen wir die in einer gewissen rein? Ah, ne, hier. Ja, genau. Ja, dann bleib mal drauf stehen. Und genau hier machen wir dann aber erst in der nächsten Folge weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ach, ich kann mit dem rechten Stick jetzt billig steuern. Das wusste ich gar nicht. Cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Resident Evil Zero mit eurem Spooky 4F und Billy und Rebecca. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Bye, bye, bye.